Ja, hallo ihr Lieben. Ja, ich hab's wieder getan. Ich hab den Fehler gemacht und hab World of Tanks geladen. Ja, es ist bitter. Ne? Es ist bitter. Ich bin hier zwar Top-Tier, aber ich bin trotzdem Low-Tier. Tja, ganz einfach, warum? Weil ich Free-to-Play bin. Und weil ich hier halt noch nicht die Top-Kanone drauf habe, sondern hier die kleine noch mit 217 mm Durchschlag. Einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur zu lächerlich. Es ist alles lächerlich. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Brücke fahren und wollte dort ein bisschen Kreuzfeuer aufbauen. Also in den anderen Teams klappt das immer. Aber das klappt nur, wenn du mit Skill unterwegs bist. Ohne Skill geht das gar nicht. Auch hier, wenn man sich mal die Teamaufstellung anschaut. Conqueror Type 4 Heavy. Also ich in meinem Type 4, ich bin immer nur Damage Pinata für die ganzen High Skillor, die mit Skill Munition und Skill Equipment unterwegs sind. Oder so ein Ferdinand, der mir einfach mit Standard Munition frontal durch die Panzerung schießt. Jedes Mal. Aber ihr seht, dass man auch, wenn man Top-Tier ist, halt einfach Low-Tier bleibt. So, und da geht es jetzt halt auch schon los. Ja. Aber es ist ja auch logisch, ne? Ich meine, ich hab die Einzelzeit von 7 Tagen einfach mal nicht eingehalten. Das klappt nur, wenn man im Skill-Panzer sitzt, im Skill-Premium über Panzer. Für 60 Euro, dann klappt das. Und ja, wie der jetzt treffen konnte, ist mir selbst unklar. Der war eigentlich schon weg, aber ja, das sind halt so diese magischen Sachen, die dann halt immer mal passieren. Ja. Okay, den durfte ich machen. Aber lasst euch nicht hier irgendwie in die Irre führen. Weil wir sehen schon, das ist, ja, es geht schon rund. Es geht schon rund. Also, die besseren Panzer sind eindeutig im Gegnerteam. Ganz klarer Fall. Und, ja, und schon wird wieder die Schrotflinte ausgepackt. Da ist ja bloß 200 Meter. Ich kann mich natürlich auch direkt davor stellen und mir hier ins Gesicht spritzen lassen. Von den Kumpels, aber gut. Es ist halt nicht gewollt, ja, das ist halt, ne, da heißt es immer, ja, du stehst ja nur am Kartenrand und snipest über die Render-Range. Ja, das, bei den anderen klappt das immer ganz gut, wenn es darum geht, mir in die Phrase zu hauen. Aber bei mir selbst ist das halt, ja, da merkt man halt wieder ganz deutlich den Unterschied. Ja, 0 zu 4, geht auch schon los. Der Type 4 Heavy, der macht das richtig, ja. Und man könnte jetzt behaupten, die haben gewusst, dass ich hier keine Skill-Munition am Start habe. Und haben bewusst das Team so zusammengestellt. Wenn man sich anschaut, Conqueror Type 4 bei uns hier, M103, der WZ111-14 ist schon rausgegangen. Und ja, auch hier sieht man halt wunderbar die Manipulation. Turmseite. Für den Free-to-Play einfach nicht zu machen. Da geht dann dank RNG, dank des Rigged Number Generators, des Manipulationsgenerators, was anderes ist das nicht, geht halt einfach mal die Penetration in die Knie. Die Panzerung geht dafür ums Doppelte in die Höhe. Und ja, na und jetzt steht er halt hier. Kommt jetzt am Ende ja auch nicht mehr weg. Es ist auch egal. Was will ich euch hier mit zeigen? Ich will euch einfach nur zeigen, dass du immer limitiert bist als Free-to-Play. Du bist immer zu schwach, auch als Top-Tier. Du bist immer unterlegen. Ja, jetzt hier, Compoler. Ja, es ist nur für Skill-Spieler.
Nur für Berufsspieler, Super Unicums. Super Unicum, Stream, YouTube, Profi, Premium, Berufsspieler, ist das was? Die treffen das auch. Ne? Bei mir auch immer. Ne? Also, ja, da sitzt jeder Schuss. Und das Ding ist ja jetzt noch nicht gerade klein. Na, er steht jetzt mittlerweile auch bloß noch 161 Meter von mir weg, aber auch das. Hauptsache 705 Alpha sniped mich aus der Render Range. Das ist halt wichtig, dass sowas funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss ich jetzt hier da drauf danke. Mein Kreis ist natürlich auch immer so groß wie der Mond. Und wollten wir jetzt natürlich von dem auch keine einschenken lassen. Ich habe den mal eine Zeit lang gefahren. Die Kanone trifft nichts. Jetzt wollte ich ihm die Kette ziehen, aber auch das ist natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Und naja. Und so geht's halt weiter. Also er sitzt, ne? Hier, schön. Ja, er hat nicht mal mit Skillmunition, hat ihm einfach durch den Turm geschwartet. Er trifft aber auch, er darf treffen, ja. Mit dieser Schrotflinte. Ich habe mit dem Ding auf 2 Meter nichts getroffen. Jetzt hatte ich ja Glück, dass er hier die Kanone natürlich zerstört, ist ja klar. Alles im Arsch. So, hier Indikator grün. Und jetzt geht's natürlich los. Jetzt kommt die Erklärung an der Stelle, ja, warum wir verloren haben. Ja, ich meine, ich bin ja bloß einer von 14, von 15, ja, also es sind ja noch 14 andere am Start. Und was mir natürlich jetzt erst hier bewusst geworden ist, dass sich hier der Kumpel, ja, durch unsere Reihen skillt. Goldet, ne? Oder beides, wie man es nimmt. Er hat übrigens hier 19 Mal gefeuert an der Stelle, hat 12 Mal, halt, Quatsch, das war ich. Ich habe 19 Mal geschossen, habe 12 Mal getroffen und immerhin 5 Mal penetriert. Da sind wir so bei 25% meiner abgegebenen Schüsse durften in Schaden umgewandelt werden. Hier bei Mr. Conqueror sieht das ein bisschen anders aus, aber mit Skill-Munition, da ist halt einfach, da passt das halt einfach. Ne? Da ist Panzerung nicht existent. Ich hätte mit der Skill-Munition wahrscheinlich auch den Type 4 zerlegen können. Und er hat 22 Mal gefeuert, 20 Mal getroffen und 18 Mal penetriert. Hat ja in der Runde 7000 Schaden gemacht und 6 Kills. Also, ihr seht, hier kommt es ausschließlich auf Skill an und auch wirklich überhaupt nie, niemals nie auf die Betrugsmunition und das ganze andere Gerümpel. Also niemals nie. Es ist allein nur Skill ist hier entscheidend in diesem Profi-Tool, was halt nur für Spezialisten gemacht ist, die auch wirklich halt in der Lage sind, die 2 zu drücken. Das kann halt nicht jeder. Und dann funktioniert das auch. Ich wiederhole das gerne nochmal, 22 Mal gefeuert, davon hat er 20 Mal getroffen, 18 Mal penetriert, 7000 Schaden, 6 Kills. Also das geht halt, aber halt wirklich auch, aber wirklich nur absolut, wenn man Skill hat, wenn man und das liegt auch, hat niemals nie an der Betrugsmunition gelegen. Und bei mir sah das halt ein bisschen anders aus, 25% Penetrationsrate. 19 Mal gefeuert, immerhin 12 Mal getroffen, aber auch schon deutlich weniger. Ja, und davon 5 Mal penetriert. Also, ja, ihr seht, ihr Lieben, das hier kommt, hier ist nur Skill ausschlaggebend. Schaut euch die Schulungsvideos von den YouTube-Profi-Berufsspielern an. Die zeigen euch, wie es geht. Die wissen auch, wie man die 2 drückt. Und da läuft das dann. Also da ist auch, ne, also da kann man dann auch, ne, da kann man auch so einen Type 4 halt wegbumsen. Ne? Also ist aber, ne, Skill ist wichtig hier. Und 80% ist hier nur der Spieler an der Stelle. Ne? 80% ist der Spieler. Rest ist alles, also das ist auch, das hat auch überhaupt nichts mit der Betrugsmunition zu tun. Und auch nichts mit viel zu starken Premium-Panzern und überhaupt nichts mit Matchmaking und den ganzen Zeug. Ne? 80% ist der Spieler. Leute, glaubt es mir einfach. Glaubt es einfach. Der Berufsspieler hat es gesagt und dann ist das so. Und ihr seht es selbst.
Nur so funktioniert's. In diesem Sinne, ich bin mal wieder raus. Ciao, ciao.